Willkommen zurück oder willkommen auf meinem Channel. Heute gibt es Hotdogs und dafür geht es für mich nach Wismar zum Coney 1871. Dieses Restaurant sucht jedes Jahr den Big Hotdog Man und im letzten Jahr war ich schon da, nur hat dort nicht nur meine Kamera versagt, deswegen gab es kein Video dazu. Nein, auch ich habe mehr oder weniger versagt. 16 Stück habe ich am Ende reinbekommen und das bedeutete für mich Platz 2. Ich wollte mich also nicht nur verbessern, sondern ich wollte unbedingt gewinnen. Kurz vorher kam dann noch raus, dass der Titelverteidiger diesmal nicht dabei ist, aber mir war es egal. Egal, wer da am Tisch steht. Ich will gewinnen. Die Hotdogs werden hier mit Wasserdampf zubereitet und haben am Ende ein Gewicht von ungefähr 90 Gramm. Die Regeln sind auch etwas anders zu denen in Amerika. Du hast zwar auch ein Zeitlimit von 10 Minuten hier, doch hier muss der Mund am Ende leer sein. Ist er nicht leer, zählt der letzte Hotdog nicht mit rein. Das Brot kannst du auch wie in Amerika eintauchen, in was du willst. Wenn du sagst, du brauchst Bier dazu, dann haust du das halt im Bier. Ketchup, Senf, alles ist da, nur dann wird es natürlich ein bisschen schwierig, entsprechende Menge reinzubekommen. Zusätzlich ist auch ein Fähnchen da. Das Fähnchen dient dem Counter, der hinter dir steht. Fängst du mit dem Hotdog an, legst du das Fähnchen auf die Seite, ist der Hotdog drin, kommt das Fähnchen in die Schale. Das sieht der Counter und kann entsprechend umblättern. In Amerika hast du ja vorne noch entsprechende Schiedsrichter, die dir ein Zeichen geben. Hier ist es nicht so. Und was auch wichtig ist, Hotdog für Hotdog wird gegessen. Du kannst also nicht erstmal alle Würstchen essen, dann das Brot. Hotdog für Hotdog. Doch damit jetzt erstmal genug von hier. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Und da bin ich angekommen im Coney 1871 in Wismar. Hier steht der Big Hotdog Man für mich auf der Liste. Mir gegenüber sitzt der Chef von dem Ganzen. Christian, danke, dass Moin. Du ein, zwei Fragen für mich beantwortest hier. Coney 1871. Wie zum Geier kommt ein Norddeutscher dazu, seinen Laden Coney 1871 zu nennen? War es, weil du einen grandiosen Urlaub dort hattest auf Coney Island? Oder liebst du diese Hotdog-Geschichte? Das Weitere trifft, glaube ich, eher zu. Wir haben das Geschäft irgendwann gegründet mit mehreren Leuten und die Frage kam aus, wie nennen wir uns denn? Und da haben wir uns für einen Namen entschieden, der auch transportierbar ist, wo man auch ein bisschen was dazu erzählen kann. Und Coney kommt natürlich von der Insel Coney Island, dort wo auch das Hotdog wird Essen in den USA stattfindet. Und dann haben wir uns das Datum rausgesucht, weil wir ja ein Hotdog-Restaurant eröffnet haben. Wann wurde denn eigentlich auf Coney Island das erste Hotdog-Restaurant eröffnet? Und das war 1871 von Mr. Feldman, der dort sein erstes, das war glaube ich ein Hotdog-Diner mit Biergarten eröffnet hat. Und die Idee mit dem Big Hotdog Man, die entstand aus welchem? Da ist denn dieser Wettkampfgedanke? Das schwebte schon so ein bisschen länger vor, weil man sich natürlich mit der Geschichte so auseinandersetzt, fand ich das sozusagen beeindruckend, dass sie so ein riesen Wettessen machen dort. Ja. Und wir haben immer gerne unser Jubiläum gefeiert. Es kam nur immer keiner. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch irgendwie ein Hotdog-Wettessen machen und dann machen wir ein schönes Event draus mit einem Konzert im Anschluss. Dann hat sich das immer weiterentwickelt, bis eine große Bühne kam und das übertragen wird oder gefilmt wird und so weiter. Ja. Das hat sich so ein bisschen entwickelt. Okay. Wenn du das so liebst und so feierst, warum nimmst du nicht selber daran teil? Ja, weil ich glaube, ich würde nicht so viel mitessen. Ich könnte aus Prestigegründen teilnehmen, aber so viel wie hier manch einer isst, das schaffe ich nicht. Das kriege ich nicht hin. Okay. Wo denkst du, wäre deine Grenze? Ja, ich würde irgendwas zwischen 6 und 10, könnte ich mir schon zutrauen, ja. Oha. Ich glaube, eine Menge Leute wollen das sehen. Also schreibt es mal in die Kommentare und schreibt es bei ihm auch gerne auf die Seite. Links dazu natürlich in der Beschreibung. Checkt das auf jeden Fall aus. Und dann mal sehen, vielleicht kriegen wir ihn ja doch irgendwann mal an den Tisch. Wer weiß. Mal schauen. Okay, ja, vielen Dank erstmal dafür. Gerne. Viel Erfolg auf jeden Fall später beim Wettessen. Vielen Dank, ja. Wie das ausgegangen ist, das sehen wir gleich. Also, wir sehen uns wie gehabt am Tisch. 6, 5, 4, 3,
zwei, eins, und go! Genau, anfeuern, sehr schön. Ja, leider kam ich nicht richtig gut rein in dieses Spiel, zu diesem Zeitpunkt zumindest. Max hingegen auf der anderen Seite des Tisches, der war direkt on fire und konnte seine Stärke ausspielen, in den ersten Minuten richtig Druck machen, so wie auch schon letztes Jahr. Mein Vorteil, das Ding hier geht 10 Minuten. Genau, ein bisschen anfeuern, los geht's! Dieses Mal war ich tatsächlich nicht alleine. Ein komplettes Team ist aus Lübeck extra angereist. Ich meine, sie waren zu zehnt und das half mir natürlich an dieser Stelle enorm. Auch wenn ich das Ganze nur unterbewusst wahrgenommen habe, denn ich musste mich konzentrieren, weil ich wollte hier unbedingt gewinnen. Da wird gehüpft, dass die Hotdogs nachrutschen. Auch nicht schaffen. Fünf Minuten um, 14 Hotdogs drin, ich war richtig gut unterwegs und ich war auch hoch motiviert, weil ich merkte, heute geht was. Der Rekord im Übrigen liegt bei 20 Hotdogs. Noch nie hat jemand über 20 Hotdogs hier gegessen. Ganz irgendwann hört's auf. Ganz weg ist es von dir, genau. Ja, ihr seht, von den anderen dreien kam hier jetzt nicht mehr viel. Also knapp 3 Minuten vor dem Ende stand fest, ich gewinne diesen Wettkampf. Habe ich zu diesem Zeitpunkt aber überhaupt nicht mitbekommen, weil ich komplett auf mich fokussiert war. Das Einzige, was ich wusste, wie viel Hotdogs ich drin habe, wie viel Zeit ich noch habe und dass 21 neuer Rekord bedeuten würde. Und genau das wollte ich jetzt knacken. Das schaffst du noch, Max. Wir gehen noch. 20 Sekunden noch. So, Mädels, ihr seid gleich wieder dran. Wir zählen gemeinsam runter. Zehn, neun, acht, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ich bitte die Counter mal, die Counter vorne mit den Ergebnissen hinzustellen und an den Plätzen stehen zu lassen. Oh mein Gott. Wow, kurz durchatmen. 4 Leute haben gerade... Yes.
circa 1900 Gramm in 10 Minuten habe ich gegessen. Und dazu aus der Schale, ich würde sagen, 1,5 Liter waren raus. Also ja, da ist eine Menge reingegangen in 10 Minuten. Also das ganze Training im Vorwege hat sich definitiv gelohnt. Ja, hier seht ihr die Errungenschaft, die wichtigsten Sachen. Es gab natürlich noch ein paar andere Sachen, das habt ihr gerade noch in den Bildern gesehen. Aber ja, das hier dann doch mit das Wichtigste. Zusätzlich gab es auch noch ein Preisgeld, das war jetzt leider nicht zu sehen. 500 Euro in Cash. Das hier sind jetzt aber keine 500 Euro mehr. Was mit dem Rest passiert ist, das zeige ich euch jetzt. Stefan, du hast gesagt, du wolltest auch noch irgendwas machen. Ich habe keine Ahnung was. Erzähl mal. Ja, ich möchte, weil es drei Vereine sind, möchte ich jedem Verein, also im Prinzip in diese Box, 120 Euro spenden. Und das nicht irgendwann, sondern direkt. Okay, cool. Das ist gut, dass ich die Dose da habe, Stefan. Finde ich richtig gut von deinem Preisgeld. Hier ist der Beweis. Und da wandert es dann auch direkt hinein. Und weg. Und dann hast du irgendwie noch eine Sache da, weil du hast jetzt hier Geld reingesteckt in die Dose, Stefan, bevor wir jetzt enden. Ja. Was hast du noch vor? Ja, wir waren gestern zu viert bei dem Einzelwettkampf. Und ich weiß aus Erfahrung, dass der vierte Platz zu werden ist halt echt ätzend. Das nervt. Wenn du Vierter wirst, du fährst irgendwo hin, selbst wenn du hier wohnst, du fährst hin, wirst Vierter. Das ist immer ätzend. Die goldene Ananas, man kennt es, das Sprichwort aus Deutschland, die ist halt nichts wert. Und deswegen möchte ich hier, der Vierte von gestern, der Sven, dem möchte ich sein Antrittsgeld, die 30 Euro, hiermit an Christian übergeben. Sven, wenn du das siehst, komm vorbei, setz dich mit ihm auseinander und dann, ja, vielleicht nimmst du das ja auch direkt als Anmeldegebühr für nächstes Jahr. Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr am Tisch wieder, würde mich sehr freuen. Deine 30 Euro. Ja, somit cool. Gehst du damit plus minus null raus. Ja, dieses Interview haben wir für die Facebook-Seite von Kony 1871 aufgenommen. Link, wie gesagt, in der Beschreibung. Checkt das gerne nochmal aus. Ja, und damit endet die Hotdog-Geschichte dann in diesem Jahr. Ich bin definitiv kuriert. Ich esse dieses Jahr keinen Hotdog mehr. Im nächsten Jahr werden die Karten natürlich neu gemischt, aber in diesem Jahr reicht es mir. Die Vorbereitung alleine, die hat mich schon ordentlich Nerven gekostet. Aufgezeichnet habe ich es nicht, weil ich dachte, das will eh keiner sehen. Habe ich mich getäuscht? Wollt ihr sowas sehen? Dann nehme ich es im nächsten Jahr auf. Lasst mich wissen. Schreibt es mir in die Kommentare. Und zu guter Letzt dann natürlich noch ein Dank an das komplette Team von Kony 1871. Ihr habt einen richtig guten Job gemacht. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht bei euch. Und ich freue mich auch schon aufs nächste Jahr. Und auch hier möchte ich dann nochmal mein Team danken, das mich dahin begleitet hat, mich unterstützt hat, sowohl davor als auch dann im Wettkampf. Ja, das war wirklich, es rundete das Ganze ab. Es war genial. Und wer auch erwähnt werden muss, hier ist dann natürlich meine Counterin von dem Tag, Johanna. Vielen, vielen Dank auch nochmal an dich. Du hattest ja zwangsläufig am meisten zu tun an dem Tag. Ja, sorry. Ja, im nächsten Jahr, ich verteidige ja nur meinen Titel. Würde mich freuen, wenn du wieder da bist und dann für mich zählst. So, damit jetzt wirklich genug. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht zu liken. Solltest du noch nicht abonniert haben, hol auch das sehr gerne nach. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es heißt, Stefan ist anders. In this sense, I'm out. Take care. Bye, bye. Ja. With this win, everything has changed. You are no longer the hunter. People will come to hunt you. Go for it.